Ausgangsmaterial für die Herstellung von Bildplatten ist normaler 35 mm Kinofilm. Er wird auf ein Magnetband, dem sogenannten Master, übertragen. Falls erforderlich, werden dabei seine Farbwerte korrigiert. Auch 2 Zoll Magnetbänder oder 1 Zoll Bänder im Standard A, im Standard B oder im Standard C sind als Ausgangsmaterial geeignet. Diese Bänder bieten Studioqualität. Um die hohe Tonqualität der Bildplatte voll zu nutzen, kann der Ton auch separat vom Studiotonband zugespielt werden. Alle Ton- und Bildwerte können noch nachträglich bearbeitet werden, bis das Masterband dann zur Verfügung steht. Als Träger für die Mutterplatte, dem sogenannten Master, wird hochwertiges Glas klinisch sauber gewaschen und anschließend mit lichtempfindlichem Fotolack beschichtet. Eine Laserstrahlschreibmaschine, gesteuert vom Masterband mit dem zuvor bearbeiteten Film, belichtet die Fotoschicht. Der blaue Laserstrahl schreibt die Information in mikroskopisch kleinen Lichtpunkten auf die Platte. Sie wird jetzt in chemischen Bädern entwickelt und optisch geprüft. Ständige Prüfprozesse während der Produktion sind Voraussetzung für hohe Qualität. Die so entstandene Masterplatte wird mit Metall bedampft und kann jetzt erstmals abgespielt werden. Stimmt der Ton? Stimmt das Bild? Das subjektive Empfinden ist genauso wichtig wie objektive elektrische Werte. Die geprüfte Masterplatte wird in der Galvanik vervielfältigt. Ähnlich wie bei der Schallplattenherstellung entstehen der Vater, die Mutter und schließlich die Matrize, von der später in der Spritzmaschine die Bildplatten abgenommen werden. Mikroskopisch exakt wird nach dem Trennen von Mutter und Matrize das Mittelloch gestanzt. Schon die kleinste Ungenauigkeit würde das Abspielen der Platte beeinträchtigen. Links die Matrize in der Spritzmaschine. Robuste Technik, aber absolute Staubfreiheit für ein hochwertiges Endprodukt. Reinstlufttechnik heißt die Devise. Aus Plexiglas entstehen hier Halbplatten. Sie tragen schon die volle Information einer Seite, können in diesem Stadium aber noch nicht abgespielt werden. Halbplatten, das heißt, es arbeiten immer 2 Maschinen paarweise zusammen, um die A- und B-Seite einer Platte herzustellen. In einer Hochvakuumkammer werden die dünnen Plexiglasscheiben mit Metall bedampft. Das silberglänzende Aluminium schlägt sich auf der die Information tragende Seite einer Halbplatte nieder. Absolut sicherer Schutz gegen Verunreinigungen ist auch hier erforderlich. Der Herstellungsprozess erinnert an die Weltraumtechnik. Eine kurze optische Prüfung, bevor die Halbplatten schließlich mit einem Kleber beschichtet und mit den Rückseiten gegeneinander in einer Presse zusammengeklebt werden. Aus A- und B-Seiten ist das fertige Endprodukt entstanden. Die Information, Ton und Bild enthält die Platte versiegelt in ihrer Mitte. Nach dem Etikettieren ist die Bildplatte fertig. Aber noch steht ihr eine letzte, eingehende Prüfung bevor. Jede einzelne Platte wird in voller Länge abgespielt und getestet. Messschreiber halten zusätzlich in grafischen Kurven die elektrischen und mechanischen Werte stichprobenartig fest. Konfektioniert, wie wir es von den Schallplatten kennen,
In Innen- und Außentaschen verpackt ist das neue Medium Bildplatte bereit zum Versand an den Kunden.